Hallo und willkommen zurück, meine Lieben, bei Pikmin. Wie ihr seht, hänge ich hier noch schön in der Karte rum. Absturzstelle hatten wir ja in der ersten Folge gesehen, ne? Bisschen Tutorial. Zuerst ein paar Pikmin zusammengefarmt, sozusagen. Gut, dann quatsche ich nicht lange rum. Das haben wir alles im ersten Video schon gehabt, wie, wo, was läuft. Dann stürzen wir uns mal direkt in den Wald der Hoffnung hinein. Das geht aber flott runter. So, eines meiner liebsten Gebiete, muss ich direkt schon mal dazu sagen. Ich mag die ersten paar Gebiete total gerne, die finde ich super. Ich werde im Übrigen vielleicht mal schauen, vielleicht zeige ich mal, wenn wir so mit dem regulären Spiel durch sind, nochmal ein bisschen kurz den Challenge-Modus, aber das gucken wir mal. So, jetzt kommt bestimmt erstmal wieder ein bisschen Text nochmal. Genau. Mein Dolphin ist zusammen mit der Pigment-Zwiebel auf die Oberfläche zurückgekehrt. Ich bin auf diesem fremdartigen Planeten nicht gern alleine. Und so sollte ich wohl die Pigment aus ihrer Zwiebel herausrufen. Dazu brauche ich mich nur in den Lichtkegel unterhalb der Zwiebel zu stellen und A zu drücken. Wunderbar, dann machen wir das mal direkt. So, da hole ich mir die ganze Chose raus. Halten wir mal fest. Jawohl, 25 Stück, mehr haben wir ja eh nicht. So, eins sollte ich direkt schon mal eben dazu sagen. Ich werde mal eben hier sehr konsequent die Dinger eben abfarmen. Ihr seht oben jetzt auf diesem Balken, ne, diese kleine Sonne, die da langläuft sozusagen. Das ist jetzt die, ja, sagen wir mal, Uhrzeitanzeige sozusagen. In der Regel ist so ein Tag knapp 20 Minuten lang. So, ich lasse die da schon mal arbeiten. Ich weiß ja, was man hier machen kann, ne? Ich muss nämlich den Holzzaun da einreißen. So, mitkommen, bitte, danke. Und arbeiten. Ne, mehr gab's ja nicht, oder? Ich guck mal eben kurz rum. Ne, mehr haben wir hier nicht. Wunderbar. So, da keimt noch einer. Dann komm mal her. 28 Stück haben wir da. So, die ziehen und zerren da so wunderbar rum. Ich komme mit der Kamera näher ran. Ja, gebt alles, Jungs. Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal was ganz Geiles. Kommt mal eben alle her. So, Kleinigkeit, die man eigentlich sonst vielleicht erst später auch bemerken würde. Es gibt nämlich diese süßen kleinen grünen Gräser hier. So, ich lenke die mal mit den C-Stick hier alle recht kompakt einmal durch, weil dann nämlich genau das passiert hier. Noch eine hochinteressante Entdeckung. Es gibt ja eine Anzahl von Pflanzen, die einen gelben Nektar produzieren. Trinken Pigment diese Köstlichkeit, so werden sie sofort zu Blumen. Diese Lieblingsspeise der Pigment ist äußerst nahrhaft. Nähere Untersuchungen sind unbedingt notwendig, um die Stärke und Eigenheiten dieser Blumenpigment zu erkennen und zu bestimmen. Ja, die kann ich ruhig ja direkt einmal schon kurz erwähnen. Es gibt halt Blattpigment, Knospenpigment und dann zuletzt die Blumenpigment. Ganz simpel gesagt, umso ja, höher entwickelt das sozusagen ist, umso stärker sind die Pigment. Ihr seht auch schon, die laufen hier gerade viel schneller hinter mir her. So. Dann tue ich die mal einmal alle da dran. Weil die arbeiten auch viel effizienter, ne? Die sind halt stärker, die können schneller laufen. Man braucht nach wie vor, wenn da zum Beispiel so ein Fünferplättchen ist, braucht man nach wie vor 5 Pigment dafür. Aber die sind dann halt auch viel flotter unterwegs. Also macht es schon Sinn, da ruhig ein bisschen zu gucken, dass man die ja, Pigment möglichst hochlevelt. Wenn ich hier neue Knospen kriege und einfach eine ganze Weile warte, dann entwickeln die sich auch weiter. So, dann kommt mal her, Jungs. Jetzt haben wir unsere ersten Gegner hier. Da versuche ich mal gerade was. Ah, das hat sogar funktioniert. Wunderbar. So, kleiner Trick bei den kleinen Mistviechern nehme ich. Wenn ich ein Pigment genau drauf werfe, dass es einmal platt ist. Ne, Super Mario-Prinzip, dann haben wir die direkt ganz platt. So, eins. Eins. Und da auch eins. Auch direkt platt, sehr schön. 1, 2, 3. Nicht wundern, ich kenne halt so ein bisschen die Zahlen auswendig sozusagen, ne? Wo man wie viele vielleicht dran werfen muss. So, genauso wie der kleine Trick hier mit dem, wenn man sie direkt oben dran wirft, dann ist es direkt kaputt, geht halt ein bisschen schneller. So, du kannst auch einmal arbeiten. 15 Stück haben wir noch. 1, 2, 3, 4, 5. So, was machen wir dann mit dem Rest mal? Da haben wir noch ein paar. Gucken wir mal, ob wir die hinkriegen. Drückt mir die Daumen. Okay, der ist platt. Kommt mal alle brav her. So, gucken wir mal, ob wir den nächsten noch kriegen.
Ach, ist ja wunderbar. Das hat ja perfekt geklappt. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der ist natürlich ein bisschen groß. Da gibt es einen kleinen Bonus. Sehr schön, den nehmen wir mit. 3 Stück haben wir noch. Das passt ja, dann holen wir uns die Dinger eben hier. 1, 2. So, einmal da. Einmal da. Und du nimmst einmal den. So, da kann ich ja mal schon mal dran gehen. Was haben wir denn da? So, hey, das ist der Kraftstoffdynamo. Er sorgt für eine schier unerschöpfliche Energieversorgung. Nun brauche ich mir, um zur Neige gehende Energiereserven keine Gedanken mehr zu machen. So wird mein Kampf ums Überleben doch etwas leichter. Wunderbar, den holen wir uns dann gleich. Jetzt muss ich natürlich erstmal die ganze Pikmin hier einsammeln und gleich auch neue abernten. So, wisst ihr was? Da kann ich mir mal ein bisschen Zeit sparen. Jungs, kommt mal mit. So, ich ernte mal eben hier so ein paar ab. 28, 29, 30. Ja, komm, ein paar mehr nehme ich noch. Die haben zwar wieder nur Blätter in Anführungsstrichen, aber es macht ja nichts. 2, 3. Na komm, 1, 2 noch. So, die nehme ich auch mit. 45 Stück haben wir da. Ernten kann ich gleich noch. Würde ich sagen. Gut. Die sollten aber, glaube ich, reichen, dass wir den da platt kriegen. Auch da kenne ich zum Glück den kleinen Trick, dass man das eher von hinten versuchen sollte. So, dann schauen wir mal. Schön schnell die Pikmin alle draufhauen. Ah, den kriegen wir aber klein, denke ich. Ja, wunderbar. Das hat doch funktioniert. So, dann haben wir da einmal 1. Du kriegst 1. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie viele brauchst du denn? Den können wir nämlich auch abtransportieren. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einmal schön abzählen alles. So, wie viele brauchst du? Hab ich da überhaupt noch genug? 40. Da habe ich nicht genug für, gerade. Na gut, das macht aber nichts. Dann lassen wir die hier einfach schon mal arbeiten, dass sie hier das nächste Türchen aufmachen. Wir müssen ja auch immer so ein bisschen auf die Zeit achten, ne? Wie gesagt, das, erwähnte ich ja schon im ersten Video. Es wird jetzt nicht ganz perfekt werden, aber das ist mir auch ganz egal. Ich möchte das hier gerade auch ein bisschen, ich sag mal, relaxed spielen. So, Jungs, wisst ihr was? Dann kommt ihr doch mal eben her. Ich lasse die mal eben da stehen, die werden schon mithelfen. So, dann kann ich in der Zeit nämlich eben ein bisschen ernten. Ach, sehr schön. Man sieht im Übrigen ja hier auch so ein paar sind schon zu Knospen herangereift. Das ist natürlich super. Gut, dann nehmen wir die aber erstmal alle hier mit. Und weiter geht's. So, 39 habe ich da, 40. Ist egal, ich ernte jetzt einmal hier so weit ab. Weil dann können wir das Bauteil nämlich mitnehmen und haben trotzdem noch eine ganze Horde über. Das scheint irgendwie ganz viel Sinn zu machen, würde ich sagen. Ne, der Rest arbeitet ja schon im Hintergrund ein bisschen weiter. Und weiter geht's, weiter geht's. 58 Stück, mein Gott. So, es läppert sich. Und weiter, und noch weiter. Noch einer, 3 Stück noch, sehe ich das richtig? 1, 2 und 3. So, dann kommt doch mal eben alle ein bisschen ran hier. So. So, ich glaube, dann haben wir sie so ziemlich alle mitbekommen. Ja, bis auf 1, 2 kleine Ausnahmen. Wunderbar. Gut, haben wir da eine richtig kräftige Truppe hier. Ach, steht ihr denn hier rum? Los, einsortieren, hier wird gearbeitet. So, Jungs, dann kommt mal mit. Dann wollen wir mal. So, darüber auch nicht wundern, ne? Man kann ja hier mit dem C-Stick, kann ich die hier so ein bisschen immer um mich rumlenken, sozusagen. Und auch irgendwo dran lenken, wie in dem Falle gerade. Was war da? 47? Ja, das reicht. Nehmen wir die hier mit. Und dann säubern wir hier vorne schon mal ein bisschen den Bereich. Ups. Meine Uhr klingelt und zeigt mir, dass bald Mittag ist. Nun muss ich genau auf das Sonnenmeter auf meinen Monitor achten und mein Vorgehen daran anpassen. Ich sollte immer auf die Monitordaten achten. Ja, da ist was dran.
Am oberen Rand meines Monitors befindet sich das Sonnenmeter und die Tagesanzeige. Am unteren Rand befindet sich meine Raumanzuganzeige und der Pigmentzähler. Von links nach rechts kann ich hier die Pigment unter meinem Kommando, die Zahl der Pigment im Feld und die Gesamtzahl der Pigment inklusive derjenigen in der Zwiebel ablesen. Ja, das wissen wir ja schon. Stelle ich meinen Monitor ein, drücke ich L, um die Kamera zu bewegen. Ja, das kennen wir alle schon. Na los. Sehr schön, der wäre platt. Den lasse ich aber mal gerade noch liegen. Oh, da ist ein Pigment umgefallen. Na komm, Kleiner. So, da ist er wieder. Ich weiß nicht, ob man das gerade sehen konnte. Sehr süß. Passiert manchmal, die fallen auch mal um. Na, jetzt wird es aber eng. Ja, genau. Jetzt kommt mir erstmal die Zähne dazwischen, dass sie das abliefern. Super. Hervorragend. So, Kraftstoffdynamo, damit wird die Sache erhellt und die Kerzen haben ausgedient. Ich habe 2 von 30 Teilen gefunden. Würde ich nur noch 3 finden, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Ja, sehr gut. Ach, da haben wir den auch schon platt. Ja, ist ja wunderbar. So, dann kommt mal alle her. Was haben wir denn da? Eine weitere Zwiebel. Und diesmal auch in einer anderen Farbe. Mhm. So, so. Ein ganzer Samen fällt daraus. Sehr schön. Gut, so, dann lass ich die mal eben ein bisschen transportieren. 1, 2, 3, 4. Ach komm. Schmeißen wir mal eben ein paar dran. Da vorne auch ein paar hin. So, das war schon alles. Sehr schön. Komm, mach mal eben die Blümchen kaputt. Wunderbar. Ja, komm. Komm, mach die mal eben noch platt. So, alle bitte ran hier. Wunderbar. Gut, dann lasse ich die mal eben da stehen. Dann holen wir erstmal den Kollegen hier raus. Ein kleiner Gelber diesmal. Anstatt Nase diesmal mit Ohren. Und sie sehen alle gleich putzig aus. Die Farbe ist unterschiedlich, aber es handelt sich wohl doch um einen Pigment. Der erste Blick offenbarte, was in einigen Kreisen wohl Riesenohren genannt würde. Es sieht außerdem leichter als die anderen aus. Wie unterscheidet es sich wohl von den roten Pigment? Na egal, sie sind sich auf jeden Fall sehr ähnlich und deswegen werde ich auch dieses Exemplar Pigment nennen. Ja, eine gute Entscheidung, würde ich sagen. Und dann sorgen wir aber mal dafür, dass wir da mehr als einen von haben, weil mehr haben wir ja gerade nicht. So, eins, komm her. Noch ein. Ja, man sieht aber vielleicht auch schon, dass sie ein bisschen höher fliegen. Das ist nämlich tatsächlich so. Die kann man auch höher werfen. So, herkommen. Noch ein. Ich habe schon wieder eine Pigment-Entdeckung gemacht. Gerade als ich genau 100 Pigment im Feld hatte, stoppte die Zwiebel die Abgabe von Samen. Und trotzdem, die Zahl der Pigment stieg weiter an. Sie, sind erstmal 100 Pigment im Feld, so entstehen alle weiteren Pigment direkt in der Zwiebel. Aber es können nie mehr als 100 Pigment im Feld, das heißt in einem Areal sein. Ja, gut, das wusste ich jetzt auch schon, habe ich aber gar nicht drauf geachtet. Ist aber tatsächlich so, wir haben das Maximum sozusagen erreicht. So, nehmen wir mal eben den und den. Dann komm mal her. Schmeiß mal einfach eben alle dran, so. Da liefern sie auch schon schön, sehr hübsch. So, dann machen wir mal eine Kleinigkeit noch. Nehmen wir mal da 1 und 2. Dann kannst du den nehmen und du den nehmen. So, euch stelle ich mal eben ein bisschen aus dem Weg, Jungs. Nicht, weil ich euch nicht leiden kann, aber weil das sonst keinen Sinn macht. So, ich schmeiß sie mal eben dahin, dann können die eben mithelfen. Ja, oder auch nicht. Nein, der will nicht. Na gut. So, die haben wir nachgezüchtet. Ich muss jetzt immer so ein bisschen auf die Uhr achten, tatsächlich. So, da haben wir nämlich noch was Feines hier rumliegen, wie ihr schon sehen könnt. Nutzen wir das doch mal eben. Eine kleine weitere Entdeckung, ganz genau. Die gelben Pigmen haben seltsame Steine aufgehoben. Aus welchem Grund haben sie das getan? Es scheint eine instinktive Handlung der gelben Pigmen zu sein. Aber was sind das für seltsam leuchtende Steine? Hellstrahlende Risse durchziehen ihre Oberfläche. Vielleicht ein Zeichen für die Kraft, die in ihnen steckt. Das erfordert unbedingt weitere Untersuchungen. Ja, würde ich auch sagen. So, Kollege, nimmst du da auch noch? Wer fehlt noch? Guck mal, da liegen noch welche. Genau, so ist fein. So, da haben wir unsere kleinen 4 Pigmen hier. Nee, das war jetzt ein bisschen doof eigentlich von mir.
Ja, wie machen wir das denn jetzt mal? So, komm mal du eben her, du kleiner Einzelner. Nimm mal den da. Nee, das solltest du nicht. Das solltest du. Ja, ganz genau, wunderbar. So, dann sehen wir nämlich auch gleich, was es damit auf sich hat. Ja, schön weglaufen. Ja, ich dachte mir noch, dass sie alle in die Luft gehen. Die leuchtenden Steine, die gelben Pikmin sammeln, scheinen explosiv zu sein. Vielleicht wissen die gelben Pikmin sogar, dass es sich um kräftige Waffen handelt. Die Steinbomben sind gefährlich, deswegen ist Vorsicht das erste Gebot im Umgang damit. Sie können sicher Mauern zum Einschutz bringen und so neue Wege freilegen. Ich muss wachsam sein. Pikmin, die ich mit X entlasse, bringen ihre Bomben mit, wenn ich sie zurückrufe. Pikmin, die ich durch Drücken von A hochwerfe, lassen ihre Bomben fallen, wenn ich sie zurückrufe. Halte bloß Abstand zur Detonation. Wenn ich die Pikmin direkt anfasse, halten sie ihre Bomben fest und laufen mir hinterher. Ja, da muss ich nämlich wirklich ein bisschen drauf aufpassen. Ist mir schon mehrfach passiert, dass ich ganze Armeen von Pikmin damit ausgelöscht habe. So, machen wir mal einen dran. Ach, guck mal, wunderbar. Da haben wir den Weg hier auf. Gut, dann nehmen wir uns doch mal eben noch ein, zwei Bomben mit, würde ich sagen. So, Jungs. Noch einer und ein Ticket. Wunderbar. Na komm, dann könnt ihr auch eben mitkommen. Weil der Weg da vorne macht noch keinen großen Sinn, den zu laufen, weiß ich halt dankbarerweise. So, da sind sie alle. Sehr schön. Dann würde ich nämlich sagen, nehme die mal eben alle mit. Ich hätte gerne so einen Bomben-Pikmin. So, 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Na, gucken wir mal, wie weit wir das hier vielleicht schon wegkriegen. Ach, das kriegen wir ganz auf, denke ich, oder? Ach, ist doch ein Vergnügen. So, ein Bömmchen haben wir noch. Komm, dann schmeißen wir das mal eben da elegant hin. Oh nein, wir haben ein Pikmin verloren dadurch. Oh nein, mein Gott, das kommt vor. Ach, schade aber auch. Habe ich ein bisschen blöd geworfen, leider. So, aber wenigstens ist der Gegner schon mal ordentlich getroffen worden. Na, haust du blab. Ja, da fehlt schon mal die Hälfte der Energie. Das ist natürlich sehr schön. So, aber jetzt kommen wir hier gleich mit unserer 95-Mann-starken Armee an. Tetretetetete. So, dann transportiert das doch mal eben ab. Und der Rest kloppt den mal bitte eben klein. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass er irgendeine Chance hätte, wirklich. So, dann nehmt den mal, Jungs. Ich glaube nämlich, allzu viel brauchen wir gar nicht mehr machen, weil viel können wir gar nicht mehr machen. So, ich gehe mal ein bisschen hier links und rechts mit den Viechern ran. Ja, alle, die zu viel sind, stöhnen einmal kurz auf und lassen auch wieder los, dankbarerweise. So, dann nehmen wir mal die eben noch raus. Ja, und ich würde sagen, dann war's das damit ja auch schon so ziemlich, ne? Tag ist eh fast vorbei. So, lasst mich mal eben gucken. Da haben wir unsere drei gelben. Dann kommt mal mit, Jungs. Ich bringe euch noch brav nach Hause. So viel Zeit haben wir ja noch, ne? Ja, ist leider nicht mehr so viel übrig geblieben, aber was soll's. Das macht nichts, da können wir uns aber morgen oder so drum kümmern, dass wir da mal mehr nachzüchten, würde ich sagen. Also. 1, 2, 3, wunderbar. Die schicke ich mal direkt rein. Da gehen sie hin. So, und ab geht's erstmal zurück hier zu unserem Raumschiff. Weil, wie gesagt, der Tag ist eh gleich vorbei, das passt ja. So, einmal noch da rum. Ja, Beeilung, Beeilung, genau. Sag ich doch, der Tag ist gleich vorbei. Meine Uhr erinnert mich daran, dass bald Sonnenuntergang ist. Die Pikmin, die in der Nähe der Zwiebeln des Dolphins warten, werden wohl aus eigenem Antrieb heraus in die Zwiebel zurückkehren. Ich muss die Ausreißer zurückrufen, die nicht von selbst zurückfinden. Ich bin überzeugt, dass die gesäten Pikmin in Sicherheit sind, aber ich mag den Gedanken nicht, dass Pikmin nachts sich selbst überlassen sind. Ja, das ist auch besser so. Die wären dann nämlich sonst verloren. Das wollen wir ja nicht. So, ich schau mal ganz kurz, ob hier noch irgendwas ist, was wir machen können.
Naja, wir haben nicht wirklich mehr viel Zeit, ne? Ich schicke mal die ganze Horde ja mal dran, dass sie da ein bisschen noch draufkloppen, aber... Dann müssen wir auch gleich ganz flott zurück. Ja, ich verprügel mal die Volume so lange hier. Super. So, komm, trag mal. Ja, den da. Oh, da ist die Zeit auch gleich schon vorbei. Na gut, komm dann. Helft da mal eben mit, Jungs. Ja, mal gucken, ob sie noch ankommen. Doch, doch, das sollte aber noch passen. So, bevor jetzt hier gleich neue Knospen rauskommen, mache ich mal eben den kleinen Trick und ziehe mir mal eben noch ein paar Pikmin raus, dass wir hier genau 100 schon haben. So, alle da? Ja, 4, 3, 2, 1, gleich ist vorbei. Man sieht auch, es wird schon sehr dunkel gerade. So, da habe ich auch alle 100. Ja, okay, dann haben wir sie alle. So, dumm, dumm, dumm. Da hätten wir das hingekriegt. Tja, erfolgreich den zweiten Tag umgebracht. Aber eigentlich irgendwas mitgenommen. An Teilen weiß ich gerade gar nicht. Doch, irgendein Teil hat man eingesammelt, ne? Die Kraftstoffzelle da. Keine Sorge, was noch so professionell wirkt, hört bald auf professionell zu wirken. Dann wird jetzt hier kein reinrassiges 100% Profi-Let's Play, mit Sicherheit nicht. Dafür bin ich viel zu schlecht, aber das verrate ich ja keinen. So, sehr schön. Ja, das sieht man auch schon, da kommen die Gegner an, aber die finden keine Pikmin mehr. Wir haben zum Glück alle mitgenommen. Zum Glück. So, was haben wir denn da noch? Zwei Tage seit Aufprall. Offenbar sind viele Teile meines Schiffes in dieser Region abgestürzt. Wenn ich nur mein Radarteil finden würde, dann könnte ich meinen Radarschirm benutzen. Meine Chancen würden sich enorm verbessern. Durch Drücken von Y könnte ich die anderen Teile ausmachen. Ja, dann sollten wir das mal auf jeden Fall suchen. Hier gibt es offensichtlich viele feindselige Lebensformen. Sollte ich attackiert und mein Raumanzug beschädigt werden, muss ich zum Raumschiff zurückkehren, mich davor stellen und A drücken, um ihn zu reparieren. Wichtig ist es, die Raumanzuganzeige links unten im Bild im Auge zu behalten. Ja, das kriegen wir aber hin, denke ich. So, gekeimt heute 123, ist ja mal ganz ordentlich. Ach, im Kampf verloren, einen ganzen leider. Naja, so ist das halt, aber ich würde sagen, die Statistik ist ja ganz okay. Ach, da sieht man jetzt auch sehr schön, 16 gelbe haben wir insgesamt, ne? Wir hatten ja nicht so viel im Feld, aber das macht ja nichts. Da sollten wir aber auf jeden Fall auch ein paar nachzüchten, die werden wir ja auch noch zu Genüge brauchen. So, Speichervorgang. Und ja, dann würde ich sagen, bin ich damit aber auch erstmal am Ende hier wieder angekommen. Da sehen wir schon, weiter geht's noch nicht. Immer noch Wald der Hoffnung. Einen Teil haben wir erst. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal kümmern wir uns darum, dass wir hier mal ein paar mehr Teile finden. Ein paar Wege haben wir uns ja schon aufgemacht. Da, ja, wie gesagt. Und ne, beim nächsten Mal geht's dann da nahtlos weiter. Also sage ich wie üblich, danke fürs Reinschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Pikmin. Bis dann. Mhm.